Aufnahme starten, jawohl. Noch in die Decke einkuscheln. Hallo! Hallo, Hallöchen! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Haha, wow! Ach, Leute! Na, habt ihr mich vermisst? Na, na? Ich bin gar nicht dämlich. Nein! Wir sind heute hier versammelt auf Famora-E. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe einfach Famora vermisst, ja. Meine geliebte Forest Core Insel musste ich einfach mal wieder besuchen. Ich möchte euch heute mitnehmen für ein Let's Play. Wir wollen heute Famora aufräumen. Wie ihr euch denken könnt, ich war schon ziemlich lange nicht mehr auf Famora. Hier muss einiges getan werden. Und wie ihr auch gemerkt habt, ich habe lange keine Videos mehr rausgebracht. Und ja, ich möchte euch ein bisschen erzählen, was in letzter Zeit bei mir abging. Ich dachte, ich verbinde das einfach mal mit einem Video. Nicht wundern, ich bin schon wieder erkältet, deswegen klinge ich, wie ich klinge, aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Einfach ignorieren und dann geht's weiter. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und zur Feier des Tages ein Fischauge für euch. Huhu. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Okay, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Ach, Leute, ich gehe mal kurz zum Eingang, damit es irgendwie mal übersichtlicher ist. Vor habe ich heute, wie gesagt, aufräumen, labern und mal mit meinen ganzen Villagern reden, damit ja, die sich nicht komplett ausgeschlossen fühlen. Ich liege gerade auf meiner Couch und spiele über den TV Animal Crossing und nehme auf. Sehr praktisch, denn mir geht's nicht so gut. Bin mal wieder erkältet, mich hat's mal wieder voll umgehauen. Ja, dazu kann ich euch gleich noch ein bisschen was Genaueres erzählen. Auf jeden Fall, am Eingang ist definitiv nichts zu machen. KK ist heute da. Der gute Boy sieht sie wieder ein. Ab, wenn wir immer hier sind, gehe ich mal direkt ins Service Center und schau mal, wie voll diese Kiste ist, weil wenn man da 5 Monate lang nicht reinguckt. Obwohl, ich glaube, das leert sich irgendwann von alleine, oder? Na gut, ich schau einfach mal. Ja, ist trotzdem einiges drin. Das kann man ja alles verkaufen, ne? Was geht hier Neues? So, ich schau mal eben, ob es hier was Schönes gibt, was ich noch brauche. Nook Shopping. Besondere Waren. Gibt es da zurzeit was? Ach, der Palkkuchen. Ja, es ist schön, wieder auf Famora zu sein. Auf der Ursprungsinsel, wo alles begann. So, ich beginne jetzt mal mit dem Arbeiten, mit dem Aufräumen und dann kann ich endlich erzählen, was bei mir in dem letzten Monat abging. Ich starte mal hier unten an dem Strand. Ich collecte einfach mal die Muscheln. Ich weiß nicht, ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, dass ich Ende Dezember, Anfang Januar richtig krank war, also mit Corona und dann danach Grippe oder RS, keine Ahnung. Danach bin ich auf Arbeit gestartet und weiß nicht, hatte mich eigentlich noch nicht so wirklich erholt. Vielleicht hätte ich mich noch eine Woche länger krank schreiben lassen müssen. Wie auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall hat mich das schon mal runtergezogen. Oh, da liegt ein Teil. Halt, das muss weg. Und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten. Arbeite auch zurzeit mehr Stunden als zuvor. Was sehr schön ist an sich. Mehr Geld und so. Aber bedeutet halt auch, dass ich weniger Zeit habe zum Aufnehmen. Und zum Schneiden vor allem. Das Aufnehmen ist ja nicht mal das, was so lange dauert, sondern das Schneiden eigentlich. Na gut. Dann, es war einfach in letzter Zeit viel auf Arbeit zu tun. Es soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich mich irgendwie rechtfertigen wollen oder so, aber ich dachte, ihr seid mir ja wichtig. Viele von euch haben auch nach mir gefragt, beziehungsweise, viele haben nicht nach mir gefragt, sondern wann die neuen Videos kommen, wo ich mir auch dachte, danke. Man könnte ja vielleicht mal fragen, ob es mir gut geht, ob alles in Ordnung ist, vielleicht, ob ich überhaupt noch am Leben bin. Aber nein, das Einzige, was euch wieder interessiert, sind meine Videos, ne? Ihr Kleinen. Nein, ist okay. Ich kann es ja auch ein bisschen verstehen. So, das mit den Villagern mache ich, glaube ich, nachher ein bisschen geordneter. Ich suche die nachher alle der Reihe nach auf. So, ich sammle erstmal meinen Krams weiter ein. Ich muss auch zugeben, Animal Crossing hat mir in letzter Zeit nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es am Winter lag oder daran, dass ich nur auf Elder gespielt habe. Ich muss euch auch gestehen, dass ich zurzeit nicht weiß, ob ich Elder jemals vervollständigen werde, weil ich mich jetzt doch lieber wieder mehr auf Famora konzentrieren will. Einfach, weil ich Lust habe, mal wieder ein paar, weiß nicht, lustige Videos zu drehen, einfach Challenges. Ich habe halt keine Lust, immer nur zu bauen, ne? Ich sollte einfach das machen, was ich will. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie immer. Irgendwie habe ich mich mit Elder ein bisschen unter Druck gesetzt. Das ist nie gut. Sollte man nicht tun. Deswegen lasse ich Elder jetzt erstmal chillen und baue dann einfach irgendwann weiter, wenn ich Lust habe. Und wenn ich gar keine Lust mehr darauf habe, dann ist es halt auch so. Ich kann euch auf jeden Fall irgendwann mal zeigen, was ich
ohne euch alles dann noch gemacht habe. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen, aber nicht heute. Genau, und das führt im Prinzip auch dazu, weshalb ich jetzt schon wieder krank bin. Wer zu viel Stress hat, zwangsläufig meldet sich der Körper irgendwann und das ist mal wieder passiert. Tada, Ergebnis, Kiba hat sich wieder erkältet. Ist bei mir immer so. Mein Körper nimmt sich einfach eine Auszeit, wenn er es braucht, was irgendwie eigentlich gut ist für meinen Körper, aber nicht gut für meine Arbeit, weil dann hänge ich irgendwie noch mal hinterher. Ah, oh, wie süß, Julian hat gerade mit seinem Ball gespielt. Ah, oh, du bist so süß, Julian. Ich hab den so vermisst, den kleinen Schmusekater. Oh mein Gott, wo... Oh, er hat hier richtig viel Platz zum Rennen. Das ist voll schön. Die kleine Fischmieze. Ach, so ein Süßer. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe mich eine Weile lang in letzter Zeit mit YouTube ein bisschen sehr unter Druck gesetzt. Was auch absolut nicht gut ist, weil ich kann es nur wiederholen. YouTube ist nur ein Hobby. Und das muss ich auch mir immer wieder sagen. YouTube ist nur ein Hobby. Chill mal dein Leben. Alles wird gut. Niemand reißt dir den Kopf ab, wenn mal eine längere Zeit keine Videos kommen. Und genau das ist jetzt halt auch passiert. Ne? Ach so, und es gibt in letzter Zeit auch sehr viele Sachen, die ich privat organisieren muss. Oder wir. Ah, Ballon. Ich glaube, den werde ich nicht kriegen, weil da ist Wasser. Und dann kommt das Plateau und das dauert mir alles zu lange, bis der dann auf der anderen Seite ankommt. Also gehe ich einfach weiter und tue so, als hätte ich nichts gesehen. Jetzt bin ich auch einmal über die Insel gerannt. Ich müsste einmal noch in die Läden gehen, checken, was es Neues gibt. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, es gibt privat viel zu organisieren zurzeit. Ich habe euch ja gesagt, Pandi und ich, wir wollen dieses Jahr heiraten. Und wie man sich vorstellen kann, da gibt es einiges zu erledigen und vorzubereiten. Und dann stehen noch privat, also familiär, noch ein paar Sachen an. Beispielsweise haben meine Eltern gerade einen riesigen Umzug hinter sich, der uns auch kräftemäßig ganz schön beeinträchtigt hat. Ja, noch ein paar andere Sachen, auf die ich nicht genauer eingehen will. Auch ein paar medizinische Eingriffe, die anstehen und anstanden. Aber alles gut. Ich sterbe nicht. Alles ist in Ordnung. Aber ja, es sind halt immer so viele Sachen, die einen im Alltag beschäftigen. Da kommt man einfach nach Hause und hat einfach keine Lust aufzunehmen oder zu schneiden. Oder man will einfach nur mal in Ruhe für sich selbst spielen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. So, hier war ich eigentlich auch heute schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier nichts brauche, aber ich kann mein Zeug verkaufen. Wisst ihr, was ich mich frage? Wo spawnen eigentlich meine ganzen Fossilien zurzeit? Die haben ja gar keinen Platz zu spawnen. Egal. So, und jetzt will ich einmal noch meine ganzen Villager bequatschen. Und ich fange mal bei Feline an. Die wohnt natürlich am Popo der Welt. Da muss ich jetzt erstmal hinrennen. Und ich sollte vielleicht mal über Wege gehen, die ich gerade eben noch nicht gelaufen bin. Um auch wirklich alle Stellen abzuchecken. So, hier war ich nämlich auch noch nicht. Hallo Yoshino. Ah, ups, hab was zertrampelt, glaube ich. Vor allem, wenn jetzt Feline nicht zu Hause ist. Ach doch, die ist zu Hause. Aber was ist, wenn einer von den anderen nicht zu Hause ist? Dann kann ich die wieder überall suchen gehen. Nice. Ach, ich habe Famura eh so vermisst, ne? Es ist so schön hier. Endlich können wir uns mal wieder unterhalten. Das letzte Mal schon 5 Monate her. Upsi. Ich habe nochmal Service Center im Laufe der Zeit gelesen, um mir die Zeit zu vertreiben. Lesen ist toll, aber ich habe unsere Gespräche wirklich vermisst. Oh, du arme Mausi. Dann sag doch mal, was bei dir so ansteht. Als ich neulich zu Bett gehen wollte, sah ich plötzlich eine Ameise auf dem Fußboden. Erst wollte ich sie raussetzen, aber es hat geregnet und so durfte sie über Nacht bei mir bleiben. Bocky meinte, ich hätte was gut bei der Ameise, was sie mir wohl irgendwann Gutes tun wird. Tja, lass dich überraschen, Feline. Auf jeden Fall sehr gut, dass du das Tier nicht rausgeschmissen oder gar zertrampelt hast. So, wer ist der Nächste auf meiner Liste? Julian. Okay, ich glaube, mit Julian habe ich heute auch schon gequatscht, aber das macht ja nichts. Ich gehe einfach alle nochmal durch. Hi, Julian. Ja, wir haben es heute schon geredet. Ich entwerfe jetzt neue Methoden, um andere Leute auf der Insel zu begrüßen. Ich könnte doch zur Begrüßung eine Frage beantworten, die die andere Person noch gar nicht gestellt hat. Ich dann so, meine Leibspeise? Erdbeerquark. Das könnte die andere Person verwirren. Naja, macht nichts. Danach essen wir zusammen einfach ganz viel Erdbeerquark und alles ist gut. Da hast du wohl recht, das könnte man einfach tun. Wie immer, alle sind komplett lost auf meiner Insel. Das hat sich also nicht verändert. Das ist ja schon mal gut. Die nächste Person auf der Liste ist die Annette und da renne ich mal eben hin. Das heißt, wenn in der nächsten Zeit irgendwie mal sporadisch eine längere Zeit keine Videos kommen, dann nehme ich mir einfach eine YouTube-Auszeit. Annette ist nicht daheim. Das heißt, wir dürfen jetzt Annette auf dieser riesigen Insel suchen. Yay! Love that. Vorhin saß sie hier. Sehr gut. Hier ist sie auf jeden Fall schon mal nicht. Rennt sie zufällig bei mir irgendwo rum? Das ist ihr ja auch zuzutrauen. Nö. Ach, wo ist die? Ich läute mal die Katzenglocke für Glück. So, winke Katze. Damit ich die Annette gleich finde. Hier drinnen war die aber nicht, oder? Wenn ich einmal hier bin. Ich möchte halt auch der Bewohnerliste nachgehen, weil ich habe Angst, dass ich sonst einen vergesse. Da ist Froni, auf jeden Fall schon mal gut zu wissen.
Ach, Annette, ich habe sie heute schon angesprochen eigentlich, aber you know, ihr wollt sie ja auch mal sehen. Ihr habt sie ja alle lange nicht gesehen. Ich weiß doch, dass ihr die Babys auch alle vermisst. Genauso wie ich. Hier ist auf jeden Fall auch Zenobi. Girl. Ich muss sagen, Famora E macht mich irgendwie glücklich. Ich war irgendwie richtig schon fast ein bisschen Depri auf der Zeit, während der Zeit auf Elder. Vielleicht muss ich auch sagen, dass mir das Inselthema für Elder, also Grand Marcor, nicht gefällt oder die Umsetzung, wie ich Grand Marcor mache, nicht gefällt. Deswegen, entweder benutze ich Elder für irgendwelche anderen Zwecke oder ich lasse es halt einfach sein. Ich muss echt mal schauen, was ich da machen werde. Ach Mann, wo ist denn Annette jetzt schon wieder? Ich sag's euch, wenn die jetzt ins Museum gerannt ist, ne? Dann drehe ich durch. Muss ich jetzt echt ins Museum gehen? Oh Mann, ey. Wenn die jetzt hier nicht drin ist, ne? Und ich renne da überall lang wie so ein Vollhorst. Okay, passt auf. Ich sage, sie sitzt im Café. Wetten, dass sie da nicht ist. Egal. Ich gucke da jetzt trotzdem hin. Ach, vielleicht soll ich doch nicht nach der Reihenfolge gehen und einfach die Leute ansprechen, wenn ich sie finde. Wie wär's damit? Na, Coffee Boy. Bye, Coffee Boy. Coffee so. War da was? Ich habe so ein Piepsen gehört. Gut, okay. Also Nette ist auf jeden Fall eine Kunstbockine. Deswegen werde ich die da jetzt drin finden. Ja. Ja, natürlich ist sie hier nicht. Mann, Annette Girl. Was soll denn das? Gut, aber sie liebt Insekten. Definitiv. Ich und meine Vorhaben wieder. Übrigens ist euch schon mal aufgefallen, wie schön das hier drin ist. Kann man hier die Kamera benutzen? Wow! Alter, wie nice! Oh, wie schön ist das bitte? Oh, wie cool. Ich mache erstmal hier den Rundgang. Ach, hier drin ist so schön, ne? Ich müsste eigentlich öfter hier lang laufen. Einfach nur mal zur Entspannung. Lala. Ich finde es übrigens auch krass, dass ich schon einfach mittlerweile 3 Jahre lang dieses Spiel spiele, ne? Oder nicht ganz 3, aber... Oh, ich lieb's hier. Ich lieb's hier. Hier ist schön. Wollen wir ein Foto machen hier drin? Oh, guckt mal, Leute, man kann voll nach oben gucken. Oh, Leute, guckt mal. Wie schön. Oh, okay, wir legen mal ein paar Sekunden Entspannung ein. Einfach mal relaxen. War schön. Ah, schön. Oh, Leute, geht nicht ins Licht. Oh mein Gott. Alter, stellt euch mal vor, wir hätten diese Blumen. Boah, wie schön sind die. Aber keine Annette. Die Leute haben heute keine Lust, ins Museum zu gehen. Annette ist also auch nicht bei den Insekten. Ich sag's euch, die macht mich fix und fertig. Ich überlege die ganze Zeit noch, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Im Prinzip brauche ich einen Cutter. Den ich aber nicht bezahlen kann, weil ich kriege kein Geld von YouTube. Immer diese Problems. Wisst ihr, es ist irgendwie voll schwer, seinen Alltag mit Arbeit und Sport und Hobbys und Familie und ja, Beziehungspflege und so weiter unterzubringen, wenn man dann noch ein Hobby hat wie YouTube. Es ist halt echt schwer, weil YouTube alleine könnte irgendwie schon... YouTube allein wäre eigentlich schon ein Job für sich. Und das ist einfach manchmal exhausting. Ich denke, ich habe vorerst meine kleine Mental Health Pause beendet. Aber ich glaube halt auch, dass ich in Zukunft das immer mal wieder nehmen werde. Also nicht unbedingt nur Pause für meinen Geist, sondern halt auch einfach Pause, weil ich nicht mehr so viel vorproduzieren kann zurzeit. Ich vermute aber auch, dass das sich nicht so schnell ändern wird. So, wenn Annette jetzt auch nicht bei den Fischen ist, dann melde ich Annette offiziell als vermisst. Oh, hier ist es auch so schön, ne? Oh, I love it here. Wieso kriege ich Gänsehaut, wenn ich da hingucke? Oh, ich liebe das. Leute, macht die Augen zu. Macht einfach die Augen zu. Hört euch das an. Entspannt euch. Oder, nein, pass auf, Leute. Guckt euch das an. Nur dieser kleine Teich. Wartet, ich mache das für euch nochmal schön. Schaut euch diesen Teich an. Sagt mir, was ihr fühlt. Kommen bei euch auch Kindheitserinnerungen hoch, wie ihr früher am Wasser gespielt habt. Fische beobachten, Frösche fangen. Die Sonne glitzert auf dem Teich. Ach, es ist einfach so schön, ne? Manchmal würde ich so gerne wieder jung sein. Wir sollten uns immer mal wieder kleine Pausen einlegen, auch beim Spielen. Und einfach mal Dinge genießen. Ich meine, dieses Spiel ist auch echt verdammt schön. Wir sollten es öfter einfach nur genießen. Ich glaube, es sagt ja auch schon einiges, dass ich erst wieder zum Aufnehmen komme, wenn ich erkältet bin. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie mein Zeitmanagement, meine Zeitfenster zurzeit aussehen. Und es ist ja auch so, dass wir zurzeit... Egal. Es ist auch so, dass wir... derzeit ständig auch am Wochenende was zu tun haben. Also irgendjemand braucht Hilfe von uns oder irgendjemand will sich mit uns treffen.
oder wir müssen halt irgendwas anderes erledigen und man ist einfach... Ich sag's euch so, der Alltag hat mich komplett aufgesaugt in letzter Zeit. Okay, whatever. Auf jeden Fall, Froni ist jetzt gerade zu Hause, deswegen... Ich gehe jetzt nicht mehr nach der Reihenfolge der Liste, sonst sind wir heute 50 Stunden am Aufnehmen. Wen ich treffe, den spreche ich an. Hi, meine Süße. Aber, ein ganzer Monat war es, den du mich nicht mit deiner Gesellschaft beehrtest. Andere Insulaner berichtet mir von angeregten Konversationen, ich hingegen saß auf dem Trockenen. Andererseits handelt es sich ganz sicherlich nicht um böse Absicht deinerseits, sondern reinen Zufall. Nicht wahr, Bärchen? Ja, mein Schnucki, es war so. Stimmt etwas nicht? Ich wollte noch mit dir reden, wenn ich einmal da bin. Okay, Akademie des schönen Hauses. Ja, das interessiert mich nicht so. Deswegen hau ich erstmal rein. Dann gucke ich mal, was Lupa macht. Die ist auch daheim. Kindchen, seit unserer letzten Unterhaltung ging nun schon ein geraumes Weilchen ins Land. Wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich dieses Weilchen auf ca. 4 Monate beziffern. Auf einem Eiland ist man auf die Gesellschaft anderer angewiesen. Das solltest du niemals vergessen. War das eine Drohung? Was hast du diesmal auf dem Herzen? Dein Einfarbenstrickpulli sieht einfach fabelhaft aus. An dir sieht einfach alles fabelhaft aus. Oh, ich hätte da genau das Richtige für dich. Ein paar Wassersportschuhe. Das würde die Farben auf das Reizendste herausstellen. Ich muss es dir einfach schenken. Dieses Girl, ne? Die Mucke bei Lupa haut auch wieder richtig geil rein. Ich habe auf jeden Fall jetzt etwas geschenkt bekommen, was ich nicht wollte. Dann schaue ich einfach mal weiter. Hallo, Herr Strolchus Longus Strolchibus Bus. Was? Anchi? Kannst du mich sehen? Ich dachte schon, ich wäre seit 5 Monaten ein Geist. Ich habe dich immer gesehen, aber du hast durch mich hindurch geblickt. Naja, so behandelt man auch nicht so ein Futterfreund. Oh. Ist irgendwas? Tut mir leid, ich habe gerade nicht aufgepasst. Gestern hatte ich den besten Traum aller Zeiten. Ich konnte fliegen. Es war toll. Alles wie ein Vogel von ganz oben zu sehen. Blöd war nur, dass ich dann Hunger bekommen habe und nicht wusste, wie man landet. Deine Probleme hätte ich auch gern, Strolch. Und dann hätte ich hier drüben noch Zenobi und lief ja hier vorhin irgendwo lang. Annette ist immer noch nicht zu Hause. Sag mal, wo treibt die sich dann rum, ey? Was geht denn bei der? Ist sie vielleicht beim Misuzu? Beim Misuzu. Ich liebe übrigens immer noch Misuzus Bereich. Es gibt mir voll nice Vibes. Voll die nice Vibes, ey. Nee, hier ist nur die gute alte Misuzu. Oh, Anchi, es scheint meine kleine Ewigkeit her, dass wir letztmalig das Vergnügen hatten. Nun ja, ein ganzer Monat, um genau zu sein. Es fällt mir ungemein schwer, dies nicht persönlich zu nehmen, meine Liebe. Oh. Ey, die anderen haben mich teilweise 5 Monate nicht gesehen, ja. Wieso fragst du nicht frei heraus nach dem Rezept, meine Liebe? Dein Starren irritiert mich etwas, sagt diejenige, die mich mit winzig kleinen Pupillen direkt anstarrt. Wieso zu, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist ein Psycho, aber ist okay. Was machst du denn da? Partybrot. Lass mal rüber wachsen, kleines Bärchen. Lass es dir munden. Nichts besser als ein Partybrot nach Hausmacherart. Heia. Okay, einmal noch so anklappern und dann ist gut. In jüngster Vergangenheit habe ich freiwillig diverse Arbeiten übernommen. Famorae ist mir sehr ans Herz gewachsen. Oh, ist das süß. Oh. Deshalb habe ich zum Beispiel damit begonnen, die Blumen auf der Insel zu gießen. Du bist die Beste, wieso zu? Es ist ein prächtiges Gefühl, einen Beitrag zum allgemeinen Wohlbefinden leisten zu können. Oh mein Gott. Miso, okay, ich sehe schon. Misuzu hat anscheinend meinen Job übernommen, als ich nicht da war. Finde ich super. Boki! Ist der gute Herr zu Hause? Nee, natürlich nicht. Ach, ich hätte die vorhin schon... Ach doch, da ist der Herr Bokimann. Hallo. Wir haben auch schon geredet, ne? Anchi, ich bin verzweifelt. Du musst mir helfen. Hör zu. Ach, wenn ich genau drüber nachdenke, ist es eigentlich nicht so dramatisch. Wieso sollte ich mir über so eine Lappei überhaupt den Kopf zerbrechen? Haha, das Gespräch mit dir hat mir wirklich weitergeholfen. Vielen Dank. Du Bocki, gar kein Problem. Wenn du so einfach deine Probleme löst, Mensch, das ist ja echt der Wahnsinn. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wo Annette ist. Okay, wir brauchen also noch die 3 Girls, die hier wohnen. Zenobi, Annette und Yoshina, Nine, Nino. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal in die Läden rein, ob die sich mittlerweile dort befinden. Dann kann ich auch mal den Plunder verkaufen, den ich in meiner Tasche habe. Hier, nehmt mal diese miefigen Schuhe, die mir Lupa geschenkt hat. Riecht auch nur ein bisschen nach Fuß. Alles gut. So, ich weiß immer noch nicht, wo meine Girls sind. Okay, langsam ist es sass. Annette, bist du in der Umkleide? Leute, habe ich das eigentlich schon mal ausprobiert? Oh. Stalking. Okay, Annette befindet sich nicht in der Umkleide. So, ich habe langsam keine Ideen mehr, wo die Girls noch rumlaufen könnten. Oh Mann, ich hätte sie vorhin einfach ansprechen sollen. Zenobi! Hi! Selbst auf einem kleinen Spaziergang kann man Dinge entdecken. Wie geht es eigentlich deiner Freundin von Meta? Du und Mopi, versteht euch so gut?
Hä? Wie jetzt? Warum weiß sie immer noch von Mopi? Ich hab doch Meta gelöscht und Mopi auch. Für alle, die noch nicht so lange dabei sind, ich hatte vor Elder und Kiba, ne, Charakter ist Kiba auf Elder, hatte ich eine Insel, die Meta hieß und der Charakter dort hieß Mopi. Die habe ich aber gelöscht im September, bevor ich Elder angefangen habe. Und warum weiß Zenobi jetzt immer noch davon? Hä, wie krass ist das? Girl, what is wrong? Na gut, wenn sie meint, sie müsste mir so einen Schreck einjagen. Just saying. Ich warte hier einfach, bis Yoshino zurückkommt, würde ich sagen. Ey, ohne Witz, aber wo könnten die noch sein? Hängen die mittlerweile vielleicht beim Service Center rum? Hier ist auf jeden Fall Annette. Die haben wir jetzt endlich gefunden. Aber die habe ich heute auch schon mal angesprochen. Was hältst du von meinem Schleifchenstricklein? Ich bin ganz begeistert davon. Oh, da bekomme ich direkt Lust, in die Küche zu hechten und luftige, lockere Schaumküchlein zu backen. Annette, tu, was du nicht lassen kannst. Wenn da zufällig was übrig bleibt, ich melde mich gerne als Probekoster. Ist gar kein Problem. Und mal wieder bin ich auf der Suche nach Yoshino. Ist ja nicht so, dass ich damals auch schon Yoshino gesucht habe, wie verrückt. Ihr wisst, die ganzen Villager-Hunts, die ich gemacht habe, kann ich euch gerne einblenden. Gar kein Problem. Yoshino Girl, sag mal, bist du irgendwie verschollen? Okay, aber sonst haben wir jetzt alle Bewohner, ne? Ich war bei Felin, ich war bei Julian, Annette habe ich jetzt mittlerweile auch gefunden, Froni, ich war bei Misuzu, bei Strolch, bei Lupa, bei Zenobi, Yoshino fehlt noch und Bocky haben wir auch, okay. Yoshino lässt mal wieder auf sich warten. Ist jetzt hier ernst, dass sie nicht da ist? Okay, wie wäre es, wenn ich mal kurz nach Hause gehe, meine Tasche ausleere und vielleicht resettet sich dann mal kurz die Insel und die Bewohner spawnen dann wieder draußen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Ich habe übrigens immer noch Kakerlaken. Das könnte ja vielleicht auch mal erledigen, kurz. Ich gehe mal in jeden Raum und latsche mal ein bisschen um mich. Kakerlark! Dann gehe ich mal hier rüber. Das sind bestimmt auch Kakerlaken. Was war das hier drüben überhaupt für ein Raum? Ach ja, stimmt, das war die Küche. Oh, Kakerlaken in der Küche, das ist natürlich auch nicht so pralle, ne? Zerlatsch das Ding nochmal. Oh. Oh Mann, es tut mir mal voll leid, aber man wird die ja sonst nicht los. Oh, die Küche ist auch echt schön, ne? Oh Mann, die Küche macht mich voll happy. Da ist natürlich auch eine. Kaputt. Oh, wie ist die denn da hinten hingekommen? Hä? Was ist denn bei der verkehrt? Ist das die einzige freie Fläche oder was? Oh. Na gut, so geht's auch. Komm mal her, mein kleines. Oh. Voll weggekickt, ey. Das arme Tier. Leute, tretet bitte nicht auf Insekten, okay? Es sei denn, sie greifen euch an. So, und hier oben? Ja, hier ist natürlich auch eine. Blub. Ach, ich finde dieses Zimmer immer noch so schön, ne? Okay. So, versuch nochmal 1 Million, um Yoshino zu finden. Yoshino! Wieso endet es eigentlich immer damit, dass ich Yoshino suche? Obwohl, meistens suche ich eigentlich eher Zenobi. Ach, wo ist denn die hin? Hä? Hat sie sich in Luft aufgelöst? Ah! Da ist sie ja. Habe ich einen neuen Fan? Ingeborg. Ich will plaudern. Okay, so Sachen aus Baumstämmen, wie das Baumstamm-Fileset da. Total abgefahren, oder? Als hätte jemand einen Baum gesehen und gesagt, yeah, der hat so voll die falsche Form, Ingeborg. Und dann das daraus gemacht. Ich meine, okay, warum nicht? Wahrscheinlich haben sie einen neuen Baum gepflanzt, der gleich richtig aussieht. Ist so ziemlich abgefahren. Yoshino, ich liebe deine Gedanken. Die sind so lost. Genau wie bei mir. Yo, auf jeden Fall, wir haben alles erledigt. Das heißt, wir haben es erstmal geschafft für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte tretet mich nicht, wenn mal wieder länger kein Video kommt, wie gesagt. Ich brauche manchmal eine Auszeit, so wie jeder andere Mensch auch. Und ich bin, denke ich mal, jetzt back. Wahrscheinlich, hoffe ich, glaube ich. Wir sehen uns im nächsten Video. Benehmt euch. Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüssi, tschüss. Tschüssi, tschüss. Okay, ich lasse es jetzt.